Herzlich willkommen zur kleinen Kräuterkunde mit der Kräuterfrau Ruth Pfennighaus. Ruth, unser schöner Sitzplatz hier mitten in eurem Garten, noch im Frühling. Mhm. Alles ist noch ganz klein. Wir haben aber hier alles, was wir brauchen, auf dem Tisch. So ist es. Entzündungen sind ein wichtiges Thema und viele Menschen leiden auch unter Entzündungen, die sehr lange anhalten. Was ist da so der Hintergrund oder was verursacht das? Ja, also das ist ein großes, wichtiges Thema, ein schweres Thema. Gerade stille Entzündungen im Körper, die merken wir oft nicht, aber die sind für unseren Körper ein Desaster. Also unser Körper braucht Sauberkeit, Entgiftung und nicht irgendwo eine stille Entzündung. Was heißt stille Entzündung? Also wir haben irgendwo mal was, eine Mandelentzündung oder viele große Sachen. Gicht, Arthrose, Stoffwechselerkrankungen. Also es gibt viele, viele Erkrankungen, wo man oft mit Schmerzmittel rangeht oder Antibiotika. Und das ist dann scheinbar geheilt. Also man merkt auf einmal nichts mehr. Aber Beschwerden im Grunde sind Beschwerden sind weg, Symptome sind weg. Und aber in den Lücken haben sich die Viren oder Bakterien versteckt. Und besonders wenn wir Stress haben und ungesund uns ernähren und so ein bisschen hohes Lebenstempo, dann kommt das oft. Manchmal kriegen Frauen dann, weiß ich noch mal, einen Herpes oder dann kommt das raus. Und viele Dinge kommen bei Stress dann rauf. Man hat eine Prüfung. Und diese schlummernden Entzündungen oder im Magen-Darm, im Darmbereich, die sind fatal für unseren Körper und wir können was dagegen tun. Also erstmal entzündungshemmende Medikamente und so, das ist eine Sache. Aber irgendwann gehen die dann auch auf den Darm und auf den Magen. Und wir haben im Pflanzenreich bei den Gewürzen vor allem unter der heilenden Ernährung viele Dinge, wo wir es selbst beeinflussen können. Also ich sag mal, ist viel Zucker, Milchprodukte übermäßig und viel Brot, frühmittags, abends, dann kann man das sogar noch befeuern. Die Entzündungen. Also die Entzündung. Also es ist klug, auch in der Ernährung gegenzusteuern. Ich kann dir vielleicht mal so ein bisschen, bei den Kräutern bin ich ja immer gerne bei meinen Lieblingskräutern, das ist die grüne Neune und das Grünzeug ganz bewusst in den Alltag integrieren und das Smoothie, Dressing, eine Suppe und Salat. So weiter. Salat. Also das Grünzeug hat viele entzündungshemmende Eigenschaften. Hier hinter uns steht die Weidenrinde. Also es gibt Pflanzen, die einfach schmerzlindern, entzündungshemmend sind. Dazu gehören unsere Linde, also Lindenblüten im Sommer sammeln, Holunderblüten jetzt sammeln und dann immer mal einen Tee trinken. Ne? Also die Weidenrinde ist das Erste, was die Kräuterfrauen im März schälen. Ich sammle die schon Ende Februar oder im März, schäle die Schale ab und setze es zur Tinktur oder zum Tee an. Also da ist die Salicylsäure drin. Da haben wir im Pflanzenreich, also einige Pflanzen. Hier zum Beispiel nochmal das Spitzwegerich, das unser Immunsystem stärkt. Also ich würde sagen, wer immerzu damit zu kämpfen hat, nehme sich die Pflanzen, das Grünzeug einfach zur Hilfe. Das wäre aber dann ja was ich in meinen Alltag am besten integriere und was passt. Nicht nur als mal ein- oder zweiwöchige Kur sozusagen, sondern wirklich im Alltag versuchen, so viel wie möglich. Gerade bei stillen Entzündungen, das kriegt man nicht so wie ein Antibiotika. Nehmen Sie Antibiotika 2 Wochen und dann ist es verschwunden. So geht es nicht. Sondern hier, also bei Entzündungen reichlich trinken, mindestens 2 Liter. Generell. Generell. Und da kann man ja schon die Kräuter mit reinmachen. Also unsere Wiesenkönigin, Brennnessel muss mit rein. Ne? Brennnessel ist entzündungshemmend. Bitterstoffe wie das Löwenzahn, reichlich Bitterstoffe nehmen, auch in der Ernährung. Und also da kann ich schon mal unterstützend helfen. Und wenn ich dann in das Kochen komme oder in die Küche, helfen auch Gewürze, zum Beispiel Kurkuma. Das ist eigentlich bekannt. Kurkuma ist entzündungshemmend, Kreuzkümmel, dass man das einfach mit in die Küche mit integriert.
Gerade Hagebuttenpulver ist ein sehr durch seinen hohen Vitamin-C-Gehalt, also bei Entzündung immer gut darauf achten, habe ich durch Beerenobst oder habe ich viel Vitamin-C. Und gerade bei Gicht und rheumatischen Sachen, wenn die Gelenke und die Knochen betroffen sind, geht Hagebuttenpulver einfach als Kur. Man kann es sich kaufen oder selber machen und dann streut man sich das so aufs Essen rüber. Also damit kann man sich beschäftigen. Das ist sowas, was man täglich mal integrieren kann, was gar nicht so aufwendig ist. Und dann die heilende Ernährung. Also das ist eigentlich, darauf sollte man immer achten. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Sachen. Gerade bei Entzündung würde ich immer lebendiges Rohkostmäßiges dem Körper zuführen. Das sind die Sprossen. Hier habe ich jetzt welche, einfach überhaupt generell Mungobohnen nehme ich gerne, die schmecken wie Erbsen. Mhm. Ja, als Salva nehme ich. Aber man könnte durchaus auch die kräftigen Radieschen. Kresse. Hier habe ich Kresse, Brokkoli. Und also es gibt da ja eine Vielfalt, was man keimen kann. Sie strotzen voll Vitamin und Spurenelemente. Bei Entzündungen sollte man auf eine vitalstoffreiche, vollwertige Ernährung achten. Hier, und besonders die Rohkost. Also wenn Entzündungen lange nicht weggehen, gucken, dass man den Rohkostanteil erhöht. Ich habe hier also einen Apfel, also eine rote Beete, Möhren, Apfel, Rohkost mit Zitrone. Das nimmt dann auch so dieses Erdige der rote Beete, ganz wenn man genau das mischt. Schmeckt lecker und schön Zitrone rein, ein bisschen Kräutersalz. Und hier ist ist der Rettich. So richtig, dass wir noch mal ein bisschen die Schärfe, die können wir auch mit Äpfel. Ich habe jetzt Rosinen drin, Nüsse sind gut. Also ich merke immer, wie in meinen Kursen die Leute vergessen, so die Wintergemüse, den Rettich. Und also gucken, wo kann ich beim Essen nicht so einen großen Teller gekochtes, sondern wo kann ich einen großen Rohkostteller haben und dann noch gekochtes. Also Rohkost ist gut, ein gutes Frühstück ist gut, also das Haferfrühstück. Kann ich ganz sehr empfehlen. Auch mit Früchten dann wieder mit das Früchten Rohe und die Beeren vielleicht? Und die Beeren und das Vitamin B ist ein Stoffwechselvitamin, das eigentlich überall eingreift. Und der Hafer, die guten Getreidearten, also Hafer ist sehr gut. Und die guten Nüsse. Also, dass man passen sagt, ja auch gut ins Müsli. Genau, man macht ein paar Nüsse ins Müsli oder man macht ein paar Sonnenblumenkerne über jegliches Rohkost rüber. Und hier darf ich nicht vergessen, Leinöl, also gute Omega-3-Fette. Omega-3-Fette sind entzündungshemmend. Omega-6-Fette, da gehört zum Beispiel das Sonnenblumenöl dazu. Es gibt also Transfette oder Fertignahrung. Da ist überall Zucker und irgendwie ein Transfett drin, um den Geschmack, um uns mehr zu locken. Und die Omega-3-guten Öle, die da wären, Olivenöl oder Rapsöl, eigentlich uns bekanntes. Und das ist hier das Leinöl als Heilmittel. Also wir nehmen es auf jedes Gemüse immer so einen Schwapp drauf. Ich kann also schon durch ein großer, also 50, 60, 70, 80% durch die Ernährung unterstützen. Das wäre die Ernährung. Und dann gibt es noch eine Sache, die ist ein Feuerlöscher auf Entzündung. Und das ist das Fasten. Wenn es akut ist, meinst du? Genau, also wenn man sagt, ach Mensch, ich ernähre mich schon und ich habe das schon immer und es geht nicht weg und es ist ganz lange, dann würde ich immer fasten, also regelmäßig, verschiedene Sachen, dass man sagt, ich will jetzt die Entzündung aus meinem Körper rauskriegen, dann würde ich zweimal im Jahr eine Woche Buchinger Fasten machen. Einfach mit Tee, das ist ein Feuerlöscher. Also Entzündungen, Krebszellen und verschiedene Sachen mögen überhaupt kein Fasten. Ne? Das heißt, Buchinger Fasten bedeutet Tee, Wasser und Brühe. Und Brühe und sonst nichts. Und in einer Gruppe. Wir haben hier immer lustige, fröhliche Gruppen mit Wandern. Und da wird das die Schwere ein bisschen aufgehoben. Man kann es auch gerne alleine machen. Also Buchinger Fasten, aber auch mal Basenfasten. Dass man sagt, eine Woche versuche ich mit Rohkost zu essen oder ich versuche den Rohkostanteil etwas größer werden zu lassen oder Intervallfasten. Also Fasten in jeder Form.
ist das Beste, ist der Feuerlöscher. Und gerade bei chronischen Erkrankungen, ich habe jetzt schon ewig Gicht und ewig Arthrose und ewig kommt hier mein Hals und Herpes und weiß ich wieder, dann würde ich schon sagen, ich kann ja Fasten in mein Leben integrieren. Zweimal im Jahr faste ich, im Januar oder im November, wie es reinpasst, oder in der Fastenzeit. Also, dass man durch verschiedene Sachen hier, Heilmittel Wasser, Heilmittel Kräuter, heilende Ernährung und Fasten. Also wir haben viele Dinge, die wir selber machen können, wo wir sagen können, ja, ich kann es eindämmen, Schmerzen lindern, Entzündung rausbringen. Und dann einfach auch, ich weiß, wenn man so viel Schmerzen immer hat und ach, das kann wirklich schlimm sein, dass man sich einfach, ich habe hier dieses Danke, dass man diese Dankeskultur trotz allem in seinem Leben integriert. Also früh schon sich mal reckt und streckt und Danke sagt, wenn man in den Spiegel guckt, Danke. Es ist nicht jeder Tag, dass man sagen könnte, es funktioniert alles und er ist rund. Aber wir haben allen Grund zur Dankbarkeit, und wenn unsere Seele schon entzündungsfrei ist, hoffnungsvoll, zuversichtlich, da können sich die Körper und Seele helfen und dann noch die Ernährung und alles drumherum. Also wir sollten öfter mal Danke sagen. Danke, Ruth, für diese ganz wichtigen Impulse. Einfach ausprobieren und sich rantasten und immer mehr in den Alltag mit reinnehmen. Herzlichen Dank. Bitte.